Fliegen ist für mich Freiheit. Sonst muss ich ja immer nach oben gucken irgendwann. Ich habe ja nur diese Höhe. Ich höre ja hier auf. Du kannst in die Ferne blicken. Ferne ist ja für mich auch nicht so einfach. Und so ist es halt einfach toll. Ich kann im Flieger sitzen, von oben in die Wälder reingucken, auf die Burgen, auf den Herkules zum Beispiel. Ich würde nie auf den Herkules kommen. Keine Chance. Freiheit ist halt auch einfach immer Spaß. Als ich von der Geschichte von Christian gehört habe, habe ich mir gedacht, ey, den muss ich kennenlernen. Ich bin ja mit meinem Motorrad unterwegs, um Leute zu finden, die ihre Freiheit gefunden haben. Und ich hatte am Anfang auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich habe mir gedacht, ob das geht. Weil Christian sitzt seit einem schweren Motorradunfall im Rollstuhl. Ich habe ihn dann gefragt, er hat gesagt, klar, komm vorbei, ich liebe Motorräder und ich fahre immer noch aktiv Motorrad. Also es muss ein ganz, ganz krasser Typ sein. Ich glaube, den müssen wir kennenlernen. Ich glaube, wir können viel von ihm lernen. Vor allem, er hat gesagt, Freiheit beginnt für ihn im Kopf. Was er damit meint, wollen wir zusammen rausfinden. Lass uns loslegen, die Freiheit finden. Christian, hey, schön dich kennenzulernen. Ja, grüß dich. Coole schön. Maschine, Mann. Ja, das Gleiche kann ich zurückgeben. Ja, meine kann aus. Ich fliegen, du. Für mich ist Motorradfahren so ein bisschen Freiheit. Ja. Aber ich bin auf der Suche nach der Freiheit. Ja, kann ich dir zeigen. Du hast sie gefunden? Die habe ich gefunden, da drin. Ich will dir nicht zu nahe treten. Ich habe nicht gedacht, also Autofahren weiß ich ja mittlerweile, aber dass man ohne... Also das geht mit dem Fliegen? Geht nicht, gibt's nicht. Ab wo bist du gelähmt? Ich sage immer ein Hosentaschenquerschnitt, das ist auf der Höhe von der Hosentasche. Du fliegst das Ding selber. Also Mitfliegen ist für dich kein... Mitfliegen, damit hat das angefangen. Ich habe also mit Modellflug angefangen. Ja. Und über die Schiene tatsächlich bin ich dann zum echten Fliegen gekommen. Es war so eine Idee, ja. Können wir fliegen? Und dann sagte einer damals aus dem Verein, wo ich angefangen habe, das geht. Und das war... Wie? Du brauchst eine Handbedienung dafür. Also was ich brauche, ist die Stange. Ach, normalerweise hast du unten zwei Fußpedale? Genau, die sind also immer da. Die sind auch beide einsetzbar. Die würde ich mit den Beinen bedienen? Genau, also mit den Füßen. Ne? Das ist dann quasi das Lenkrad am Boden. Ja. Das heißt, du lenkst damit das Vorderrad. Okay. Wenn wir in der Luft sind, ist es quasi hinten das Seitenruder. Ah, okay. Ja, die kommt hier drauf. Oh, auf die Idee muss man halt kommen. Ne? Die Flugschule Herkules hier in Kassel-Calden ist eine der wenigen, die das Fliegen mit Behinderung überhaupt möglich macht. Wollen wir eine Runde? Ja klar, darf ich fliegen? Ja, natürlich. Ja, auf. Und dann schmeißen wir den Quirl mal an. Alles klar, okay. Hast du Bock? Ich habe sowas von Bock, ja. Ich rückwärts, du vorwärts? Ja. Und dann ziehen wir die einfach vor. Und dann kannst du quasi... Du ziehst das ja alleine. Ja, ich zieh das alleine. Genau, ja, super. Du hast aber sensationelle Technik da drauf, ne? Ich muss ja gucken, so ziehen geht auch, aber ich fange mir einen festen Punkt ein, so, und fange dann an zu ziehen, baue den Schwung auf. Wie ist denn das, mal ganz kurz? Ja. Weil am Supermarkt oder wenn ich Leute sehe, die aus ihrem Auto aussteigen, ich will ja gerne helfen, weil es geht ja, denke ich mir, bei mir manchmal dann schneller. Ist das okay zu fragen oder soll man lieber nicht fragen? Doch, fragen ist besser. Also wenn du fragst, ist super. Okay. Hinkommen und einfach Sachen wegnehmen oder anfassen, ist distanzlos und unverschämt frech. Also einfach helfen, einfach mit anpacken, nein, geht gar nicht. Nein, fragen, okay. Und wenn der Hilfe möchte, ja? Dann sagt er, ja, ich möchte das. Okay. Gut, dass wir mal drüber gequatscht haben. Ja, das ist gar keine Frage. Also so, dann helfe ich dir jetzt auch nicht oder brauchst du Hilfe? Nein, also das geht so. Du kannst aber meinen Stuhl dann einfach wegstellen. Ja. Das heißt, wenn ich eingestiegen bin, stellst du meinen Stuhl einfach da drüben in die Halle. Gerne. Und alles ist schick. Ja. Ne? Und dann kannst du mal gucken, wie einfach das tatsächlich geht. 3, 2, 1. Hintern zuerst. Ach, krass. Okay. Alles klar, ich bringe die Rolle weg. Genau. Nicht die Finger klemmen, genau. Ja. Und den kannst du einfach wegbringen. Komm rein. So. Das ist ja schon kuschelig hier drin, ne? Das ist ja, du kannst erst das Heck. Geht. So. Ultraleichtflugzeug? Das ist ein Ultraleichtflugzeug, ja. Jetzt ist es ein ultraschweres. Das glaube ich. Ist das für dich immer noch aufregend? Immer, jeder Flug. Los geht es! Air Force Friso sucht die Freiheit. Also ganz ehrlich, so ein bisschen Respekt vor der ganzen Sache habe ich ja schon. Ich meine, Christian fliegt das Teil ja nur mit den Händen. Aber er hat irgendwie so eine Art an sich, dass ich ihm dann einfach komplett vertraue. Wir fliegen.
nicht fällt uns am Boden. Yeah! Ja, Fliso, versprochen. Da sind wir. Alter, ich weiß, was du meinst. Ich weiß es jetzt schon. Ist das geil? Ist das geil? Ist geil. Ja, das ist halt, das gehört uns. Und wir dürfen jetzt hier fliegen. Also das ist halt, das guck dir an, das ist Freiheit pur. Du bist in der Luft, du hast keinen Stress mehr. Alles, was unten am Straßenverkehr an Hektik ist, der ganze Alltag, das ist alles weg. Guck mal, die ganze Ferne, das ist unbeschreiblich. Wenn wir also heute die Chance hätten, über die Wolken zu gehen, da weißt du nicht mehr, was wir sagen würden. Ich verstehe sofort, was Christian meint. Ich vergesse alles, was mich da unten sonst so beschäftigt. Und dann der Edersee von oben. Genial. Wenn ich sonst im Alltag unterwegs bin mit dem Rollstuhl, sind kleine Stufen. Kannst du bitte das Lenkrad festhalten? Guck mal, die kann ich sogar loslassen. Also ich alles gut. Ja, also es ist tatsächlich so, dass du hier oben, also Distanz ist, ich kann überall hin, ich kann durch die Wälder oder ich kann über die Wälder fliegen, ich kann mir Burgen von oben angucken. Wo du sonst nicht hin kannst. Ja, über die Felder, ne? Das kann ich sonst nicht im Alltag. Das habe ich nicht. Ich liebe das, hier über die Straße zu kommen. Früher als Kind bin ich ja hier mit den Eltern immer lang gefahren und habe mal oben geguckt, wenn die Flugzeuge hier lang gefahren oder wenn ich mit dem Motorrad auch hier vorbeigefahren bin, habe ich immer nach oben geguckt, wenn die Flugzeuge gelandet sind, auch bei dem alten Platz. Und jetzt darf ich selber hier drüber fliegen und ich weiß ganz genau, was bei denen da unten in den Köpfen vorgeht. Das möchte ich auch mal machen. Für dich beginnt Freiheit im Kopf. Ja. Was genau meinst du damit? Einfach so dieses Machen, ne? So dieses Tun. Nicht zu sagen, ich gehe jetzt mal hier Bäumchen pflanzen oder so. Nee. Einfach richtig, richtig Gas geben. Es macht so einen Spaß. Ich nehme wenig Sachen ernst. Ich sehe immer die Menschen, die sind alle so grimmig. Und wenn du durch so ein Einkaufszentrum fährst guckst dir mal die Menschen an. Diese haben alle so einen grimmigen Ausdruck drauf. Und guck dir mal Rollstuhlfahrer an, wenn du Rollstuhlfahrer bist. In der Regel sind die alle freundlich, lachen, grinsen. Wie erklärst du dir das? Weil die wissen, was das Leben bedeutet. Also keine Zeit, um sich zu ärgern. Wenn du dich so rumärgerst und machst und tust, das ist vergeudete Energie. Und das kostet dir Lebenszeit. Lebenszeit, die du einfach viel sinnvoller verwenden kannst, als dich rumzuärgern wegen irgendeinem Scheiß. Das ist die Unfallstelle, das da. Die Straße, da ist das große Gut und ein Stückchen weiter links, das ist die Unfallstelle. Da ist es passiert. Ja. Ein besonderer Ort für dich, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, die Woche hat sich ja mein Leben verändert. Oh. Das ist es halt, ne? So, mach dir mal kurz. Delta Alpha Uniform über Bravo Lima Echo 4. Ja, jetzt muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren. So, wir lassen sie fliegen, die will noch fliegen. Oh, so. 3, 2, 1. Fliegt und. Das war's. Wir haben es geschafft. Ja. Was ein Mordspaß. Oder? Ja, total. Das war doch cool. Glaubst du, du hättest den Schritt gemacht, also das hier zu erlernen, wenn dir das alles nicht passiert wäre? Nein. Niemals. Ich glaube nicht, dass ich all das, was ich gemacht habe, auch den Fallschirmsprung. Fallschirmsprung? Ja, Tandemsprung aus 400 Kilometern damals. Das war 2016. Hätte ich alles wahrscheinlich nicht gemacht, wenn mir der Unfall nicht passiert wäre. Das sind ganz, ganz viele Sachen, die ich nach meinem Unfall ganz, ganz anders gesehen habe. Also es ist so, man sagt ja immer, ach du Scheiße, was ein Unglück. Ja. Natürlich, aber in diesem Wort Unglück steckt ja auch tatsächlich Glück drin. Und für mich ist es einfach ein Riesenglück gewesen, dass dieser Unfall passiert ist. Allein durch meine berufliche Situation. Ich habe eine ganz andere Denke bekommen, wie das Leben so ist, was das Leben so alles für dich bereithalten kann. Wenn ich bei der Bundeswehr geblieben wäre, wäre ich in den Einsatz gegangen, in den Auslandseinsatz. Ja. Und ja, dann wäre ich vielleicht verletzt worden, was auch immer. Ich bin ja gesund und munter. Das Einzige, was mir fehlt, sind die Haxen zum Laufen. Puh. Ah, herrlich. Ja, und jetzt? So. Jetzt bist du wieder. Ja, das ist der Boden der Tatsachen. Wir sind wieder zurück. Scheiße, oder? Ach, naja, es ist ja immer wieder schön. Ich freue mich aufs nächste Mal. Okay, okay. Also das heißt, das ist jetzt nicht einfach scheiße, aber wieder zurück und dann wieder da hinten steht der Stuhl. Doof. Nee, das ist einfach freuen aufs nächste Mal. Okay, soll ich mal eben holen? Ja, mach doch mal, super, das wäre klasse. Wenn ich den hole, sieht das irgendwie doof aus.
Dein Humor ist echt nicht schlecht, mein Lieber. Das geht nicht, aber wusste das. Das musst du wegkönnen. So, und das Aussteigen ist genauso unspektakulär wie das Einsteigen. Also, für mich. Und das war's dann schon. Glaubst du, dass der Rollstuhl dich dazu bringt, einfach Sachen zu machen, die andere, wo die anderen sagen, nee, brauche ich nicht, oder? Nee, es ist nicht der Rollstuhl. Es ist einfach die Situation, weil du weißt, wie schnell das vorbei sein kann, dass du halt einfach mach die Sachen. Sag nicht, ich mache das und schieb das auf vor 14 Tage, sondern mach's jetzt. Warst du vorher auch schon so drauf? Ja, nee, eher nicht. Da war genauso das, was so... Okay, dann, aber es hat das schon so ein bisschen... Der Unfall hat das so ein bisschen ausgelöst im Prinzip. Ja, Achtung. Oh, guck. Oh, Vorsicht. Ja, das ist ja diese... Das ist mein Vorteil. Also ich... Ey, fass den Kopf kürzer. Ja, ja. Fliegen ist jetzt eine von deinen Freiheiten sozusagen. Ja, genau. Was machst du noch? Ich bin bis zuletzt... Ich habe Handbike gefahren. Ich habe Basketball gemacht. Ich habe Gewichtheben gemacht. Wie weit fährt man damit? Marathondistanzen oder wie ich das gemacht habe von hier, von Korbach aus nach Athen, das war damals... Du verarsch mich jetzt. Nein, das ist kein Scherz. Von Korbach nach Athen? Ja, innerhalb von, was haben wir denn gefahren? Ich glaube, 13 Tage oder 14 Tage sind wir gefahren, wir sind durch 10 europäische Länder. Respekt. Und ich bin der erste Handbiker gewesen, der den kleinen Olymp gefahren ist. Was ich auch gemacht habe, ist Skifahren. Und du bist aber auch wieder Motorrad gefahren? Ich bin wieder Motorrad gefahren, ich musste also alles auf Handbedienung umbauen. Ich habe das Dreieck damals auch umgebaut, mein Auto war umgebaut. Würdest du mir diese Unfallstelle mal zeigen? Ist das okay für dich? Das echt? Ja, ja, das ist kein Problem. Also, das ist kein Akt. Das ist an der Motorradstelle. Ich bin nach meinem Unfall mit meinem ersten Auto, wo ich etwas umgebaut war, bin ich vorbeigekommen. Das war auch überhaupt kein Problem. Ich bin mit dem Dreieck da dran vorbeigefahren. Aber wo ich das erste Mal mit meinem umgebauten Motorrad dran vorbeigefahren bin, da habe ich gedacht, also wie jetzt gerade eben, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Und dann hab ich gedacht, das ist echt komisch. Also, es ist richtig, richtig merkwürdig gewesen. Aber so nah wie gleich war er noch nie an dem Ort, der sein komplettes Leben verändert hat. Diesen Weg will er jetzt mit mir gemeinsam gehen. Hier ist es passiert? Ja, hier vorne. Also wir sind von da hinten gekommen. Von da hinten aus der Kurve? Genau. Und hier vorne, das ist das Gitter. Ja. Und an der rechten Seite, wo der Straßenpfosten steht, da bin ich gegen. Ich sage, wir sind von da oben gekommen. Und da in der Kurve da oben muss ich in den Graben gefahren sein. Also mit dem Motorrad in den Graben und dann halt dagegen quasi wie ein Schnürsenkel, was du um den Tischbein haust. Das heißt, mit der linken Seite dagegen. Also richtig drum gewickelt mit dem Körper. Ja, einmal so kurz dazwischen geschnackt, ja, genau. Das hat gereicht, um die Wirbelsäule auseinanderzureißen. Die Verletzungen waren riesig. Da ist also der ganze Brustkorb voll geblutet. Und das war die erste oder die zweite lebensgefährliche Situation. Nach dem Herzstillstand kam Multiorganversagen dazu. Oh, Alter. Das heißt, die Lunge ist kollabiert, Leber- und Nierenversagen, ja, einfach alles aus. Game over. Also das heißt, hier hätte auch, du kennst das bei Bikern, hier hätte ein Kreuz stehen können mit genau einem Helm drauf. Ja, ja, genau. So. Ich krieg Gänsehaut. Ja, genau. Also das ist halt, wenn man sich das so überlegt, was da alles gewesen ist, das ist schon, das ist eine Sache. Hier hat sich ja mein Leben verändert. Also das heißt, das musst du dir überlegen, was das ist ja so eine Sache. Ich weiß ja viele Sachen vor dem Unfall gar nicht mehr. So 3 Wochen vor dem Unfall sind einfach weg. Ja. Ja, geschweige denn die 6 Wochen von der Koma-Zeit. Das ist einfach tatsächlich weg. Du lagst im Koma? Ich lag im Koma, also im künstlichen Koma, weil ich das sonst, die Schmerzen und die Verletzung, das hätte ich sonst nicht überlebt. Was ist das Erste, an das du dich wieder erinnern kannst? Das Erste, an was ich mich erinnern kann... Nach 6 Wochen? Mein Bruder damals, der kam zu mir ans Bett. Also meine Eltern hatten dann gesprochen, wer soll mir jetzt sagen, was los ist, wie das irgendwie geht. Und der, ich weiß gar nicht, ob der gefragt hat, ob ich wüsste, was los ist. Der hat, glaube ich, gar nichts gesagt. Der stand nur neben mir. Und ich heb die Decke hoch und sag, ich weiß Bescheid. Hast du sowas gehabt? Also hört man ja manchmal so Leute, die in so einer Situation sind wie du und sich dann auf einmal so von oben sehen. Weißt du, wie sie da liegen? Hast du das gehabt? Ich hab, ich war plötzlich, es war irgendein großer Raum und es war, ich weiß nicht, ob das ein Tisch war oder irgend sowas. Und ich habe von oben drauf geguckt. Und dann? Ja, da habe ich mich umgedreht und da stand mein Opa. Und mein Opa hat gesagt, das ist nicht der richtige Ort für dich. Also es ist noch nicht... Dein Opa ist tot? Mein Opa ist tot. Der hat gesagt, das ist nicht der richtige Ort für dich und noch nicht deine Zeit. Ja. Und... Hart.
War das so der Antrieb der Opa? Also. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber es, also es ist halt, also immer noch, ich höre die Stimme noch wie heute. Ist das vielleicht diese Stimme, die dir so viel Kraft gegeben hat, so weiterzumachen? Keine Ahnung. Also ich habe ja immer, also ich war immer ehrgeizig, egal, auch als Fußgänger. Ich habe geschwommen, gemacht und getan, war immer ehrgeizig, erfolgreich mit allem drum und dran. Aber das war die größte Herausforderung in meinem Leben, die ich machen musste. Weil da hilft dir ja keiner. Du kannst tolle Familie haben, Unterstützung, Freunde, so viel wie das nützt nichts. Das muss ich alleine machen. Ich will ehrlich sein, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ich das gepackt hätte, mit gerade mal 19 Jahren. Das ist die Grenze. Das ist die Grenze. Altes, neues Leben. Und Christian hat sein neues Leben angenommen. Dass er den schweren Unfall damals überlebt hat, verdankt er auch seinen ehemaligen Kollegen aus dem Rettungsdienst. Vor seinem Unfall hat er hier selbst als Jugendlicher mitgeholfen. Hi, na, ihr's? Ja. Bist du Kai? Das ist Kai. Grüß dich, Kai. Hi. Hallo, lieber. Und, alles klar? Ja, super. Passt. Yes. Auch gut. Ihr seid richtig Kumpels, oder? Ach, ja. Ein bisschen. Wir kennen uns ja auch noch schon ein paar Jahre. Mein Unfall ist ja 25 Jahre her, in 97 war das. Und wir kennen uns durch die Jugendarbeit. Der Kai hat hier die Jugendarbeit von dem ASB angefangen. Und dadurch bin ich eigentlich an den Rettungsdienst gekommen. Auch viele andere damals, wir waren eine relativ große Truppe. Du warst dann damals als Erster am Unfallort tatsächlich? Nee, wir sind das zweite Fahrzeug gewesen. Als erstes war das Notarzt-Einsatzfahrzeug vor Ort, ja, mit dem Ralf. Ralf, grüß dich. Hi. Wie schlimm sah es damals aus, als ihr hingekommen seid? Ja, es war erst so ein paar Leute, die auf der Straße standen. Wir wussten ja schon, dass es ein Motorradunfall war. Bin mal ein bisschen näher gekommen und dann habe ich seinen Lederkombi auf dem Boden liegen sehen. Und das war dann halt erstmal so eine Situation, wo man denkt, ach, scheiße. Kai, wie war das für dich? Ich meine, wenn ich jetzt meinen Kumpel auf einmal auf der Straße sehen würde. Dann kriegt man erstmal einen Schock. Also wie gesagt, das ist erstmal unfassbar, aber dann fängt man eben seine Arbeit zu machen. Ne? Also denkt man erstmal nicht drüber nach. Das kommt dann anschließend, nach dem ganzen Einsatz. Wenn dann so alles vorbei ist, dann wird das eigentlich alles so realisiert. Dann hofft man eben, dass wirklich nichts Schlimmes ist, obwohl die Diagnose war eigentlich ja schon da vor Ort ziemlich klar, dass es ein Querschnitt war. Und so schnell wusstet ihr das? Ja, ja. Also das war relativ schnell festzustellen. Und nach dem Einsatz ist dir dann klar, dein Kumpel genau, ist Querschnitt? Genau, dass da sich jetzt alles ändern wird in seinem Leben insgesamt. Ne? Ich meine, du hast es ja mitgekriegt. Hat er sich verändert? Nein. Also so von seinem Wesen her. Nee? Immer noch Hans Dampf in allen Gassen. Er hat auch wirklich aus allem das Beste gemacht. Und ja. Wie ist das jetzt für dich, wenn du hier so zwei Jungs stehen hast, die dir eigentlich das Leben gerettet haben? Ja, das ist ganz schön cool. Also, das ist einfach super. Tolle Menschen. Ganz schön geil, was die für einen Job machen. Hut ab, Jungs. Danke, dass wir euch kennenlernen durften, Mann. Passt auf euch auf. Ja. Und dass viele Rettungen so gut laufen, dass ihr immer schneller da seid als die anderen. Hey, mein Lieber, schön, dass du Zeit hattest. Hat mich gefreut. Schön, dich mal wiederzusehen. Unbedingt. Ja, holen wir nach. Das kommt mal klar. Ruhigen Dienst für euch. Ciao. Tschüss. Ciao. Christian musste nach seinem Unfall alles neu lernen. Selbst zu sitzen, ohne umzukippen. Wie hart das für ihn gewesen sein muss. Ich will ihn noch besser kennenlernen, um auch zu verstehen, wie er das denn geschafft hat, frei im Kopf zu werden. Und was er damit meint. Ich besuche ihn zu Hause im nordhessischen Habichtswald. Schon schön hier, oder? Christian? Mit Alarmanlagen, wer ist das denn? Das ist Gino. Gino. Ach, jetzt weiß ich, warum du gesagt hast, ich soll jetzt was Leckeres mitbringen. Ja, genau. Gino ist ein Straßenhund und den habe ich jetzt 11 Jahre. Dass er jetzt wirklich so dicht rankommt, ist wirklich Zufall. Er ist halt wirklich sehr, sehr misstrauisch. Alles, was jetzt so nah kommt, siehst du, ist schon schön, ne? Ich bin ja mit Hunden groß geworden, also ich liebe Hunde. Und da hast du einfach so einen Freund, da kommst du nach Hause und bist immer gut drauf. Der freut sich einfach. Der grinst auch. Sehr süß. Wohnst du alleine hier? Nein, oben drüber wohnen meine Eltern. Ja. Und ganz oben wohnt mein Bruder. Okay. Ja, genau. Das ist mein kleines Reich hier. Und zeige ich dir einfach mal so ein bisschen. Das ist relativ, es ist halt alles ebenerdig. Ja, klar. Schaffen. Das habe ich jetzt auch nicht anders. Oh, ach so. Ja, also du hast natürlich auch, die Arbeitsflächen sind insgesamt niedriger. Die Schränke hängen natürlich nicht so hoch. Wenn du da reingucken willst, siehst du nicht ganz so viel. Du guckst das ja fast davor. Ja. Aber für mich ist halt ideal. Ich habe alles zum Greifen. Das Hundefutter, alles, was du so halt irgendwie so ein bisschen brauchst.
übersichtlich. Okay. Ne? Das Bad auch völlig unspektakulär. Du hast es aber wirklich schön eingerichtet hier, du. Ja, danke. Nee, echt? Ja. Sag mal, eine Frage, wie bezahlt man das alles? Also wahrscheinlich kriegt man irgendwie eine Unterstützung, aber jetzt auch Fliegen und so weiter, das ist, also ich würde auch gerne fliegen, aber es kostet ja auch ein bisschen. Das Flugzeug, gehört das dir zum Beispiel? Nein, das Flugzeug ist von der Flugschule Herkules, das kann ich mir da chartern. Das heißt, wenn ich Zeit habe, dann rufe ich an, ist der Flieger da? Ja, nein, vielleicht. Ja. Und du bezahlst die Flugstunde. Also es wird nach Minuten abgerechnet sozusagen. Okay. Und das hier, das ist alles aus eigenen Mitteln finanziert. Das heißt, du kriegst für ein Bad kostet ja einen Haufen Geld, wenn man es ausbaut. Ja, klar. Ne? Ja. Und du kriegst insgesamt für den kompletten Umbau, das heißt für Haustür und dass das Bad umgebaut wird, bekommst du nur 4.000 Euro. Damit musst du, ich als Erwerbsunfähigkeitsrentner muss das tatsächlich aus eigenen Mitteln stemmen. Wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte, ich hatte damals eine Versicherung, aber es sind ja viele andere Sachen. Das Haus, der Anbau, das ist ja alles dran gekommen. Hier, wo wir drinstehen, das hat vorher gar nicht so existiert. Die Eltern sind schon wichtig da gewesen. Ja, unbedingt. Also ohne die geht es halt nicht. Das ist halt eine große Stütze. Du hast einen Haufen Freunde, aber du hast dann auch gesehen, viele brechen dann irgendwann weg. Das ist halt auch so. Ja, warum das denn? Na, das ist die Unsicherheit. Am Anfang bist du halt auch erstmal enttäuscht und ich weiß gar nicht, wie ich das sage. Ja, enttäuscht und dann ist man sauer, aber das ist auch für mich war es natürlich auch so, ich musste ja erstmal mit der ganzen Situation klarkommen und dann habe ich das schon, also du konntest es trennen. Also wer neugierig war zum Glotzen, wer kommt zum Glotzen, wen interessiert es wirklich und wer bleibt zum Schluss. Und ich habe eine Handvoll Freunde, auf die ich mich verlassen kann, die kann ich nachts um 3 anrufen. Das ist das Arbeitszimmer. Machst du damit? Ich benutze das Ding einfach als Klimmzugstange. Wie viel schaffst du? Oh, 10 oder sowas, aber. Zeig mal. Ach. Ja? Ja. Okay, komm. So ein bisschen. Mal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Ein bisschen Platz machen. Oder? Ich schaffe, glaube ich, 2. Ich brauche das hier nicht wirklich. Ich kann das aber machen. Und dann können wir hier ein bisschen. Krass. Die Haxen touren dann halt in der Weltgeschichte rum, aber ja. Wie viel wolltest du schaffen? Nee. Naja. Ja, komm. Soll ich das mal kurz halten? Ja, halt mal. Oder willst du mit einer Hand machen? 2 wahrscheinlich. Ja, komm, Leute! Komm, ich. Oh, sorry. Ja, schön. Du hast gewonnen. Ah, darf ich? Du warst bei der Bundeswehr. Ja? Moment. Ja, wer war's jetzt du? Ja. Der? Nee. Nicht wirklich. Keine Ahnung. Sag mal. Da? Ja, der Große. Hm. Was war das für eine Zeit für dich? Auch das war cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war genau das Richtige für mich. Deswegen bin ich ja als Zeitsoldat dann tatsächlich hin. Und ich habe eine Lehre angefangen als Kfz-Mechaniker. War super. Aber ich habe dann festgestellt, für mich war das nichts in der Halle stehen die ganze Zeit. Ich habe immer gesagt, ich brauche Auslauf wie ein Hund. Und das habe ich bei der Bundeswehr gefunden. War eine super Zeit. Die Ausbildung war gut. Und gutes Gehalt war natürlich auch spannend, aber hauptsächlich war für mich, dass ich nicht an einem Fleck stehe und von einer Bühne zur nächsten gehe, Räder wechseln, diese ganzen Geschichten. Das war ja dann genau die Zeit, wo der Unfall passiert ist. Trauerst du dem sehr nach? Also die Bundeswehrzeit war super, das war klasse. Aber wenn ich den Unfall nicht gehabt hätte, wäre ich in Einsatz gegangen, ja. Und das heißt, du bist verletzt, liegst dann im Ausland irgendwo bist und hast keine Verwandten. Wurden die verletzt hier, die Leute, die wir gesehen haben? Das von denen, das weiß ich nicht, aber von den Jungs, wo ich gewesen bin, sind einige tatsächlich auch verletzt worden, ja. Oh, okay. Ja. Und dein Hund? Ja. Genau, also Gino. Wir werden noch beste Freunde hier, glaube ich. Gino ist maximal entspannt. Das ist übrigens sein Körbchen. Sieht aus wie ein Sofa, ist sein Körbchen. Wird immer missverstanden. Entschuldigung, dass ich auf deinem Sofa sitze, Gino. Ja, ne, das ist das größte runde Körbchen der Welt. Und wir können erstmal hoch zu den Eltern gehen. Mutti ist da. Mutti ist da, genau. Ja, cool. Die weiß Bescheid. Okay, auf geht's. Los. Gino, bleib tapfer, mein Freund. Bleib tapfer. Christians Eltern wohnen direkt oben drüber. Sie waren immer an seiner Seite. Christian, hallo. Da hast du ja jemanden mitgebracht. Hallo. Ja, woher kenne ich ihn doch? Friso. Ich bin die Carla, hallo. Darf ich es du anbieten? Ja, auf jeden Fall. Ist aber schön. Wo warst du denn, als, da kam wahrscheinlich irgendwann ein Anruf, der Sohn ist verunglückt, oder? Ja, wir waren im Urlaub mit dem jüngsten Sohn
waren wir im Urlaub im Bayerischen Wald. Und der Anruf kam, wir haben uns fertig gemacht fürs Abendbrot. Um 6 Uhr, 6, halb 7 wollten wir rüber in die Gaststätte gehen. Mein Mann ist rangegangen und sagte, da ist also schlimm was passiert. Dann haben wir innerhalb von einer halb, dreiviertel Stunde unsere Klamotten gepackt. Unseren Hund, den hatten wir ja auch mit, unseren Sammy, unseren Hund, unseren Andreas. Wir haben alles zusammengepackt, ab ins Auto und sind nach Hause gefahren. Das ging dann ganz schnell im Krankenhaus. Der Arzt nachts um 3 herum musste der das uns sagen. Der hat uns so empfangen. Und ich sage, muss ich mir das wie bei den Paralympics vorstellen, im Rollstuhl? Ja, sagt er, genau so. Und da wird auch nichts, ich glaube, der hat auch gleich gesagt, da wird nichts dran zu machen sein. Und dann sind wir an das Bett dieses Jungens, unseres Sohnes, gekommen. Man konnte natürlich nicht mit ihm sprechen. Du stehst da, du kannst das. Natürlich geht dir alles durch den Kopf. 20 Jahre. Diese Persönlichkeit, er hatte ja damals schon eine Persönlichkeit, alles machen zu wollen, die Welt aus den Angeln zu heben. Dann musst du damit fertig werden. Ich habe aber gedacht, der Christian macht das nicht. Der Christian nimmt es nicht an. Wie, der nimmt es nicht an? Der nimmt dieses Schicksal, sagt man, Schicksal nicht an. Ja, also du hattest Angst, dass es sich verändert? Nee, ich habe gedacht, der nimmt das nicht an, der macht da Schluss. Wie man das macht, was weiß ich, der macht dass Schluss. Dass er sein Leben... Dass er das nicht will. Okay. Er würde nicht sein Leben in Rollstuhl machen. Hattest du dann Angst eigentlich in dem Moment, ihn richtig zu verlieren? Ja, aber ich hätte es verstanden. Ja, aber ich liebe doch meine Kinder. Ja. Ich muss sie doch nicht nur wegen mir zu einem Schicksal zwingen, was sie nicht wollen. 20 Jahre, der war fertig, der war erwachsen. Und wenn er die Entscheidung getroffen hätte... Wow, dann hätte Carla ihren Sohn gehen lassen. Eins verstehe ich noch nicht. Jetzt steigt er wieder aufs Bike. Hast du nicht gedacht, sag mal, geht's noch, Junge? Nee. Nee, alles, was ich dem Leben zuwand. Er fing ja an, sich dann dem Leben zuzuwenden. Das wurde dann das Dreieck. Und ich finde, sollte ich ihn in Watte packen? Carla, du hast hier so einen starken Sohn jetzt. Ja. Und das klingt alles so... So abgeklärt. Ja, danke, genau. Danke, du nimmst das lieb von Das dir. Klingt alles abgeklärt. Aber es ist natürlich nicht ganz so leicht, wie man das so erzählt. Ja. Es ist jeden Tag präsent. Schon. Es ist jeden Tag präsent. Der macht ja immer hier so einen auf stark, ne? Ist ja. Er ja auch. Ist er ja. Haben Sie schon mal weinen gesehen? Vor Wut? Ja. Ja, einmal. Er wollte, glaube ich, irgendwas, gratulieren oder irgendwas. Mhm. Und oben stand jemand auf der Treppe und hat ihn sowas von abblitzen lassen. Und da stand er unten in der Einfahrt und konnte nicht da hoch. Das war ganz furchtbar. Ja, das war maximal demütig. Das war demütig. Komisch, dass mir das jetzt einfällt, ne? Das ja. War maximal. Ja, das, ne? War, das war wirklich schon mit dem, was ich so links und rechts erlebt habe zwischendrin, war das Demütigste, was es gibt. Das sind die Momente und da leidest du natürlich, da leidest du doch mit. Carla, normalerweise würde ich dir jetzt viel Stärke wünschen. Aber ich glaube, das muss ich überhaupt nicht. Ich meine, ihr habt ja so viel Power hier in der Familie. Ja. Danke, dass ich euch mal auch dich kennenlernen durfte. Gerne, gerne. Auf euch. Dankeschön. Schön. Carla und ihr Mann haben ihren Sohn immer unterstützt. Kein Hobby, kein Ziel sollte unmöglich sein. Das hat Christian sicher dabei geholfen, auch im Kopf keine Grenzen zu akzeptieren. Camping! Ja. Ich liebe Camping. Das ist ein Teil von meinem Ziel, was ich dieses Jahr vorhabe. Ich will also bis hoch ans Nordkap. Boah. Ich möchte. Ja. Was eine Tour! Und dafür habe ich ein ziemlich geiles Teil dabei. Guck mal. Was ist das? Das hier, das ist ein elektrisches Zuggerät. Eine sehr, sehr geile Erfindung. Der Motor hat ungefähr 1500 Watt und zieht mich die Hügel hoch. 1500 Watt? Das ist dreimal so viel wie ein normales E-Bike. Ja, genau. Okay. Und das schneide ich einfach vor den Stuhl und kann damit durch die Weltgeschichte fahren. Oh, ohne Mist, also ich habe ein Wohnmobil. Ja. Ich habe aber kein Vorzelt, weil mir das zu kompliziert ist. Da bin ich ganz ehrlich. Und du machst das alle auch noch? Ja, das mache ich alleine. Das brauche ich alleine. Auch hier bin ich immer am Üben, am Machen und Tun. Ich gucke, wo ich halt was am sinnvollsten festmachen kann. Wie ist sonst? Ja, jetzt wird, ne? Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, genau.
Und aber trotzdem, ich meine, du bist schon so ein bisschen in den Outbacks unterwegs dann. Ja, ja, genau. Das heißt wirklich in den kleinen Ecken, das heißt in Skandinavien darfst du ja überall wild und frei stehen sozusagen. Und das ist ja hier in Deutschland nicht möglich, da kann ich halt überall stehen. Aber das soll halt hauptsächlich tatsächlich meine Unterkunft sein für diese 2 Monate. Ich habe da wirklich Respekt vor. Ich habe da sowieso schon Respekt, alleine unterwegs zu sein. Ja. Bei mir ist es immer so eine, weiß ich nicht. Ja. Aber ich meine, du hast ja jetzt schon, also so easy ist es ja jetzt nicht. Du musst ja nur schlechtes Gelände haben, das ist schon... Das stimmt. Hast du da noch nie irgendwie so Bedenken gehabt? Ganz ehrlich. Also ich, Respekt habe ich natürlich vor der ganzen Geschichte, aber das ist für mich eine Herausforderung. Ich übe das hier immer wieder, dass ich einfach, egal wann ich jetzt aufbaue oder wann ich nicht auf oder abbauen muss, einfach mal jeden Tag spontan so keine Lust haben, kannst du dir nicht erlauben, wenn du unterwegs bist. Dass du einfach die Handgriffe sitzen dann. Und ich merke schon, du hast irgendwie keine Grenze im Kopf, ne? Ja, nicht so richtig. Also mal gucken. Oder gibt es eine? Gibt es eine Grenze? Boah. Ja, komm, gibt es eine Grenze? Bergsteigen. Okay. Also, das ist ganz klar. Da würde ich halt gerne hin. Das, Norwegen. Es gibt so viele Berge, wo du hoch kannst. Wahnsinn, ja. Das wäre vielleicht tatsächlich eine Grenze, wo ich sage, alles klar, bis dahin geht jetzt vielleicht nicht so. Ja. Okay, so, auf geht's. Links rum. Biker Gang. Und dann will Christian mir einmal die Welt aus seiner Perspektive zeigen und mit mir zusammen Rollstuhl fahren. Jetzt wird's ernst für mich. Ja, jetzt wird's ernst für dich. So, tata. So eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Meiner? Ja. Du hast sogar den guten. Du kriegst den mit den Slicks. Schnell, okay. Ja, genau. Das werde ich aber auch brauchen. Ich habe überhaupt... Ich zeig dir das. Nein? Ich habe echt Respekt. Also, ja, setz dich rein. Ja? Ja. Schön okay. Hinten? Jawohl, okay. Genau. So. Vor allen Dingen atmen ist wichtig. Und? Ja. Jetzt haben wir Augenhöhe wieder. Ist schon was anderes. Ne? Ist das was anderes? Ja. Also guck mal hier, wie du jetzt, was du hier im Feld jetzt plötzlich nur noch siehst. Oder ob du plötzlich stehst. Also 60 das ist, Zentimeter. Ich sehe ja gar nichts mehr da, guck mal. Nein, nein, du konntest vorher drüber gucken. Das macht es aus. Okay. Sag mal, du warst wie alt, als das passiert? 19. 19? 19, ja. Ich meine, da bist du gerade in deinem... Ja. Und dann... Ja, schön ist was anderes. Hat dich schon erfahren. Du bist in der Sturm- und Drangzeit, ja. Also wie lange braucht man, um das zu realisieren? Ich glaube, es hat tatsächlich so knapp 2, 2,5 Jahre gedauert. 2 Jahre, oh. Ja, okay. Also das ist wirklich, das ist ein Riesenweg. Es ist ein langer, langer, langer Prozess. Also einfach ist was anderes. Du sitzt auf deinem Sofa zu Hause... Und er guckst da plötzlich den Rollstuhl an oder im Krankenhausbett. Und da steht da plötzlich der Stuhl rum und denkt, ja, der ist ein bisschen, der ist kipplig. Danke. Ja, also das ist halt wirklich alles andere als einfach. Wenn du das jetzt siehst, denkst, okay, das ist deiner und der wird auch dich jetzt den Rest deines Lebens begleiten. Und du weißt, du bist 20 Jahre, das ist ganz schön lange für dein Leben. Hattest du Hoffnung, wieder zu laufen? Es kam mal so ein ganz kleines Momentchen, wo das tatsächlich ein bisschen was funktioniert hat. Echt? Aber ja, ja, tatsächlich, es kam eine Kleinigkeit, das war in der Reha, in der Kur, in Bad Zwesten. Also ich konnte in so einem Fallschirmfliegergeschirr auf dem Laufband, konnte ich also den rechten und den linken Fuß konnte ich ganz gut absetzen. Das ging, aber dann war die Kur zu Ende und die Krankenkasse hat damals diesen weiten Weg nach Frankenberg nicht mehr bezahlt. Aber die Frage ist halt tatsächlich, bei meinen Beinchen ist die... Ja, jetzt im Nachhinein, aber hast du da nicht... Ich hätte es gerne probiert und weitergemacht, aber die Frage ist halt, wie viel da tatsächlich gekommen wäre. Okay. Und so war es dann für mich. Ich habe das akzeptiert, den Stuhl dann so für mich angenommen. Und ja, dann wird ja aber irgendwann mal klar, Moment, zum Querschnitt, da gehört ja noch ganz andere Sachen dazu. Wie geht das mit Sex? Weil du hast Freundin danach gehabt, richtig? Ja, genau. Ja. Das war ja auch am Anfang, wo ich selbst. Also nur wenn es okay ist, wie gesagt. Aber ja, ja. Nee, also, ich habe mich das ehrlich gesagt mal gefragt. Ja. Ja. Also früher hätte ich dir da sicherlich gesagt, ich glaube, es geht los. Verstehe ich. Also, na, das sind ja Sachen, dass du, egal mit wem du sitzt, mit deinem Freund in der Kneipe, du würdest nie auf die Idee kommen, jemanden zu fragen, sag mal, funktioniert bei dir der Sex noch oder wie funktioniert der Sex noch? Also müsste ein geht? Geht. Ja. Also das fällt natürlich auch aus, aber... Also Sex fällt aus? Nee, der fällt nicht aus, aber
Wie? Du kannst also mit den Erektionen, du kannst nachhelfen, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Okay. Aber wenn du vom Kopf her umschalten kannst, geht es auch ohne. Wie vom Kopf umschalten? Ja, die Erektion an sich ist ja nicht so wichtig. Ja. Du machst es halt vom Kopf her. Du musst halt vom Kopf her dann einfach umdenken. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Ich finde das gerade total spannend. Also, lässt den Sex im Kopf stattfinden im Prinzip mit einer Partnerin. Ja, genau. Okay. Ja. Ne, das sind so Sachen, die dann da. Macht man sich auch ein bisschen frei dann, ne? Von einem körperlichen Beiner, oder? Ja, zum Beispiel. Boah, Respekt, ey. So, komm. Ja, zuerst vorne an der Linie ist. An der Linie ist, okay. Ja, blöde Herausforderung von mir natürlich. Nett, wie du auch noch langsam extra fährst. Sieht das bei mir auch so angestrengt aus? Christian macht es mir echt leicht, mich nicht blöd zu fühlen mit Fragen, die mir irgendwie unangenehm sind, mich aber auch einfach echt interessieren. Wir sind in Dörnberg verabredet mit Freunden von ihm, die bis heute an seiner Seite sind und die auch nach dem Unfall zu ihm gehalten haben. Und, Jugendraum. Das ist der alte Jugendraum, hier links, genau. Und ich habe da ein paar Freunde von früher, die das eine oder andere, ja, von vorher. Hi, Friso. Steffi, hi. Steffi. Hi, Markus. Markus, das sind freundliche hi. Gesichter. Ja, Gender-like natürlich. Nichts anderes gewohnt. Warum nichts anderes gewohnt? Dafür kennen wir uns zu lange. Warum nichts anderes gewohnt? So ist das schon immer. Und hier habt ihr eure Jugend verbracht im Prinzip? Oh ja. Oh ja. Viele, viele Jahre davon. Eine Zeitreise. Komm ich da erst. Ach, ihr wisst gar nicht. Wie lange ist es her, dass ihr hier drin wart? Oh, ich ewig. Würde sagen 20 Jahre. 20 Jahre? 25 Jahre ist der Unfall hier. So, komm, ich halte euch mal die Tür auf. Rein da. Wie geil. Ja. Dankeschön. Ach, das ist irre. Wahnsinn. Bitte. Wow. Ach, so, ich bleib dann schon mal hier, ne? Du bist vorne. Da. Nee, hinten. Ja, hinten. Ja, da ist ja wirklich, das sind ja die Original-Kicker. Unfassbar, ich krieg eine Gänsehaut. Echt, ich krieg eine Gänsehaut. Ja, ich auch. Boah. Ehrlich. Warum? Das ist schon nostalgisch. Auf jeden Fall. Also leck mich am Alu, ehrlich. Unfassbar. Guck dir das doch mal an. Wo wart ihr damals, als der Unfall passiert ist? Also, wie habt ihr davon erfahren? Wart ihr gerade da hier? Nein, also das war Ostersonntag gewesen, 1997. Mhm. Und ich war zu Hause mit meinem damaligen Freund. Und es kam jemand vorbei, Freunde kamen vorbei, haben geklingelt und haben uns darüber informiert, dass der Christian einen schweren Unfall gehabt hat. Und danach war ich dann weinend auf der Treppe verschwunden und das war einfach nur schlimm, schlimm. Und dann hat man natürlich drauf gewartet, es gab früher noch keine Handys, also wir hatten zumindest keine Handys, ich war süße 16. Mhm. Man hat auf nähere Informationen einfach gewartet. Ich sehe, das geht dir jetzt noch nah, oder? Sehr, ja. Markus, wie hast du das damals erlebt? Zuerst habe ich gedacht, um Gottes Willen, jetzt hat er es geschafft, weil er ja auch gerne risikobereit war, ne? Nee, das. Aber es war schon ein Schock, ganz klar. Ne? Man konnte sich das kaum vorstellen, dass der Christian irgendwo nicht mit dem Grinsen plötzlich um die Ecke kommt, ne? Wie du das gesagt hast. Ja, und später, als ich dann erfahren habe, wie es ihm jetzt geht, habe ich dann auch ein paar Mal überlegt, ob ich irgendwie, eigentlich wollte ich gerne zu ihm ins Krankenhaus und ich habe es nicht geschafft. Ich konnte es nicht. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass jemand, der so immer so selbstbewusst durchs Leben gelaufen ist und so immer den Eindruck gemacht hatte, wie so eine Unverletzbarkeit, dann nicht mehr er selbst ist, konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich hatte da wirklich Angst vor, ihn so zu sehen und habe es auch nicht geschafft. Aber wir haben uns dann hier das erste Mal, glaube ich, wieder gesehen. Ja, genau. Ja, aber das ist so, das maximal Verständnis für, das ist ja... Ja, ich meine, vielleicht denkt man ja irgendwie, warum meldet der sich nicht, der Arsch, oder? Also jetzt mal. Verstehe ich. Nee, gar nicht. Also ich hatte ja viele andere Sachen. Ich hatte ja mit mir zum Kämpfen insgesamt. Ich kann Markus sehr gut verstehen, was er gerade meinte, dass er eine Hemmschwelle war, hinzugehen, weil wenn man den Christian da so gesehen hat, das war halt ein ganz anderer. Also, wie sah der denn aus? Also ein gutes Beispiel ist, der Christian hat ein Tattoo auf dem Oberarm in Form eines Tigers. Das war im Krankenhaus eine kleine Miezekatze. Also das nur mal. Ja. Ja, ich habe 3 Monate nur im Bett gelegen. Hm. Ich habe 35 oder 38 Kilo gewogen. Das ist das, was Steffi sagt. Ja, war minimal. Ja, war wirklich
Da war nicht viel dran an dem. Ja. Also das ist tatsächlich wahr. Ne? Cool, dass ich euch kennenlernen durfte. Und sensationell. Genau. Also du hast wirklich in deinem Umfeld nur nette Menschen. Das ist krass. Unfassbar, oder? Ja. Ja, ich hab Glück. Wirklich. Ich habe wirklich den Eindruck, der Rollstuhl, der behindert Christian eigentlich überhaupt nicht. Er ist frei, weil er seine Träume nicht bereits im Kopf beerdigt, nur weil er nicht laufen kann. So beinahe nach dem Motto, jetzt erst recht. Ich meine, wie oft hatte ich schon Grenzen im Kopf, die deutlich kleiner waren und die mich trotzdem irgendwie aufgehalten haben. Aus Unsicherheit oder so ein Blödsinn. Nächstes Mal werde ich einfach an Christian denken. Worauf warten? Einfach machen. So. Was machst du denn da? Das ist aber ein schickes Teil, sag mal. Auch Ultraleichtflugzeug? Ja, das ist ein Ultraleicht, genau, ja. Aber schon älter, ne? Ein bisschen, ja. Ich habe mir was Besonderes für uns überlegt heute. Ja. Wir haben ja Thema Freiheit. Ja. Und ich würde sagen, wir nehmen deine Freiheit, meine Freiheit und machen mal ein bisschen Lichtkunst damit. Was hältst du da davon? Okay, also du bedienst die Kamera und gibst mir Anweisungen. Genau. Ja, wenn wir jetzt das Tor runter machen, dann kannst du losgehen. Und es werde Nacht. In Kassel-Calw. Also ich mach zack, zack. Zack, genau. Und da. Zack. Richtig, sehr schön. Es läuft. Prima, ich gehe mal in Position. Du bist soweit. Und die Kamera ist frei. Halten, 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 halten. Die Kamera ist abgedeckt. Kannst du jetzt nach unten nehmen? Kannst du anlassen? Oder auch, das ist egal, genau. Wieder anmachen, jawohl. Und die Kamera ist frei. Halten, 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 halten. Die Kamera ist zu. Jetzt kannst du auf Strom umstellen. Bin soweit. 3, 2, 1 und los. Jawohl, ja, 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 ja. Weiter, 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 weiter. Und abgedeckt, super. Schon spannend. Man traut sich okay, gar nicht zu abdecken. Reden. Super. Also, wir machen jetzt einfach mal hier ganz bunt. Die Disco Harley. Ja, ich kann ja schon grob erahnen, was das werden soll. Aber so richtig. Hier ist der Grüne. Also, genau. Das hat auf jeden Fall Spaß. Möge die Macht mit uns sein. Ja, das ist ja. Knacken. Ja, genau, schön unten ins Rad reinhalten, die Öffnung. Genau, und 3, 2, 1, frei. 1, 2, 3, 4 und abgedeckt. Krass. Ne? Das haben wir gemacht. Das ist ganz geil, oder? Das habe ich ja noch nicht gesehen. Mhm. Ja, das siehst du halt immer erst hinterher. Hast echt drauf. Ja, das kann man sich halt wirklich nicht vorstellen. Ich kann dir das fünfmal erklären, wie das aussehen kann. Aber nee, das überzeugt mich echt. Ne? Das ist ganz schick. Mal dein Moped mal ganz anders dargestellt. Unsere Freiheiten. Richtig. Fliegen, Motorrad fahren. Mann, danke du. Danke, ja. Danke, dass du mir mal einfach deine Freiheit gezeigt hast. Dass ja, du gerne. Uns deine Freiheit gezeigt hast. Sehr gerne. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. War spannend. Man merkt wirklich jetzt, was du meinst mit Freiheit fängt im Kopf an. Mhm. Also du setzt dir dein Ziel im Kopf und ziehst es einfach durch. Genau. Und wenn es ein kleines ist? Naja, Respekt. Ich ziehe wirklich meinen Hut. Ja, kriegst mal. Bin gespannt, auf welchem vielleicht doch Berg wir dich irgendwann treffen. Mal gucken. Na, die Tour, die große, die ja ansteht, sind ja 6 bis 8 Wochen. Mal sehen, was da für ein Berg steht. Pass auf dich auf. Ich sag dir Bescheid. Danke dir, Mann. Gute Fahrt. Wow, ey. Das ist, hab ich Gänsehaut wieder in meiner Lederjacke. Ich sag's euch. Sowas... Dass wir in dieser Sendung solche Menschen treffen dürfen, wo wir auch so ein bisschen was von lernen können. Das, finde ich, hat was. Jeder hat seine eigene Art von Freiheit, glaube ich. Wir können zwar voneinander lernen, aber auch nur, wenn ihr mitmacht. Was ist eure Freiheit? Habt ihr eine? Schreibt sie mir einfach an freiheit@hr.de und dann sehen wir uns.